wunderschönen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns zwei Beinen. Stimmt gar nicht. Wie spät haben wir denn? Ist schon 12.42 Uhr. Das ist noch nicht Nachmittag, mein einiges nach Vormittag. Ja. Herzlich jetzt willkommen wollen wir was machen. Zu einem neuen Maskenmontag. Wir haben uns eine neue Maske ausgesucht. Und zwar ist das die von der lieben Daniela. Die hat uns ja diese Today-Masken geschickt. Die wollen wir heute mal ausprobieren. Die Honigmaske. Und da freut mich schon die ganze Zeit drauf. Der Uwe tüttelt das auseinander. Ich klemme in der Zeit mal dein Popel weg. Mein Pony weg und den Popel raus. Genau. So, ich hoffe, ich klebt nicht so. Fragen sind auch am Start. Hoffe ich. Das ist gleich bei dem, was oben und unten ist. Ja, ist doch schön. Den kann ich mal tauschen. Na, ich muss mal gucken, weil ich muss ja, die braucht mal kurz, dass ich unseren Schätzelein sage, was hier drin ist. Ne? Diese Honigmaske. Hier steht es nicht drauf. Nee, da steht es nicht drauf. Nee, stimmt auch noch. So, die verspricht, dass die Haut mit Shea-Butter, Mandel und Sonnenblumenöl geschmeidig weich wird und Akazienhonig würde die Haut verwöhnen und hilft, die Feuchtigkeit zu erhalten. Also im Prinzip genau das Richtige für uns zwei beiden. Vitamin E ist drin und unterstützt und schützt die Haut vor UV-bedingten Umwelteinflüssen. Ja, das enthaltene Panthenol ist ein Feuchtigkeitsspender und wirkt hautberuhigend. Also ist echt genau das, was ich brauche. Und dann natürlich das übliche Prozedere, 10 bis 15 Minuten und vorher reinigte Haut. Haben wir ja alles. Genau, da können wir uns das jetzt erstmal auf den Teller machen. So wie ich, ich hab's schon aufgemacht. Ja, der Uwe, der wird schnell hier. Der übt fleißig. Ich wäre auch schnell müde. Ja, das stimmt. Lachst du da so? Nee, was lustig. Nee, die Sache ist ernst. So wie ist der Duft, Uwe? Der erste Der große weite Welt. Oh nein. Doch. Oh, riecht nach Honig. Riecht nur Teller. Riecht auf jeden Fall total lecker nach Honig. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Ja. Ich habe mal natürlich hier eingesaut. Wie immer. So, Popel raus. Kalt. Haben wir dir mal gezeigt, wie die Maske aussieht? Ja. Aber nur ins Gesicht. Also schön weiß. Ja, das genau. Sieht man doch. Und jetzt erstmal. Das ist wie Farbe. Rauf hier. Lackieren. Ja, mein Pinsel geht kaputt, definitiv. Der ist lose. Alles lose. Hashtag alles lose. Ja, das lose. Kommt davon, wenn man patsch, patsch. Hast du kein Feingefühl? Doch, mehr als du, mein Liebling. Ja, mein Herr, man sieht ja, der Pinsel ist kaputt. Und du hast den Pinsel nach mir gekriegt. Die ganze Ende so, ja. Den hast du schon kaputt gekriegt. Ja, nicht, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube ja. Weil du hast ja meinen ersten Pinsel. Davon verstehe ich nicht. Das weiß ich, dass du davon nichts verstehst. Na. Du hast ja keinen Pinsel auf. Also der Auftrag ist wie bei fast allen Crememasken total angenehm. Ja. Ja. Sehr angenehm. Ja. Ist schön kühl und lässt sich super auftragen, also ohne dass es irgendwie schwer zäh oder so wäre. Also sehr, sehr angenehm. So, jetzt hier oben noch ein bisschen. Und dann sind wir da auch wieder fertig. Mäuschen, wie sieht's bei dir aus? Na, fertig. Muss bloß noch beim Äther machen. Na, dann jetzt ja. So, eigentlich hier, die Verena, ne, liebste Grüße an dich, die sagt ja immer, dass sie das überall Ruf macht. Und eigentlich hat sie recht. Weil das stimmt. Die Falten kommen hier, wo man nämlich ja nicht Ruf macht. Wo? Na, unter den Augen. Unter der Säcke. Ja, also ich würde das natürlich nicht machen, weil ich jetzt eine Peel-Off-Maske oder irgendwas hätte, dass ich das da mache. Aber bei solchen fliegenden Crememasken werde ich das in Zukunft auch so machen. So. Unter oder auf der Säcke? Unter der Augen? Die Frage. Hier so? Oder noch höher?
Und so. Kannst auch auf die Säcke machen. Hier, Leute. Da verschwinden die Säcke. Da ist der Pinsel kaputt. Der Uwe wollte mit kleben. So. Da wollen wir uns jetzt nochmal die Strahlen aufhalten, sondern an eure Fragen. Ich habe die hier schon auf. Guck mal, du hast zuerst angefangen, ich bin schon wieder vor dir fertig. Ich habe eine bessere Fläche. die habe ich. Nee, ich muss die ganzen Falten wegdrücken. Aber findest du nicht, Uwe, dass unsere Shirts heute so richtig matchen? Das passt doch voll zusammen. Also ja, mir gefällt das. Ja. Könnte ich kaum verkennen. So ist es. So, und zwar fangen wir mal wieder mit dem Kommentar an, der am längsten darauf wartet, beantwortet zu werden. Und der ist diesmal von unserer lieben Black is the Happiness, von der lieben Sassi. Ganz, ganz, ganz dicke Hallo? Sassi, wollte zeigen. Merkst du was? Ja, vielen Dank für deine Fragen, meine Süße. Du schreibst Hashtag Mamo, Hashtag Liebe und drei Herzen. Hallo, ihr wundervollen Menschen. Hallo, du wundervoller Mensch. Das hat wieder runtergeschmalzt. Genau. Die erste Frage von Sassi ist, möchtet ihr noch andere Haustiere, wie zum Beispiel Nager, oder könntet ihr euch überhaupt vorstellen, diese zu halten? Ja. Also wenn überhaupt, dann wären dann eher so Degus. Ja. Ja, also die finde ich total knuffig und süß und... Weiß nicht, also ich will dich jetzt gar nicht... Ich finde Nager an sich süß, ja. Aber bei anderen, weißt du, was ich meine? Frettchen. Ja, nee, die kommen... Die muss halt nicht draußen rumlaufen, dann die stinken überall. Ja, sind ja auch älteste so. Ja. Nee, also ich finde die halt tatsächlich bei anderen total süß und da geht mir das Herz auf. Aber so richtig hundertprozentig vorstellen kann ich mir das nicht. Ich hatte als Kind Meerschweinchen und Hasen und... So alles zerdrückt. Nein. Aber das war nicht, also weiß ich nicht, mich erfüllt halt Hund, Katze, sowas. Vielleicht noch ein Papagei würde mich auch noch erfüllen. Aber das ist wahrscheinlich aus der Kindheit heraus, weil wir ja ganz viele Papageien hatten zu Hause. Könnte, gut, wenn jetzt so eine gestrandete Seele meine Hilfe benötigt, dann würde ich natürlich auch einen Nager aufnehmen, klar. Und du? Ja. Ja. Aber ich auch. Direkt kaufen willst du mir jetzt halt nicht. Ne? Und wenn ich mir direkt kaufe, dann wären es Degus, weil ich die so knuffig finde. Die sehen nicht aus. Genau, hier Leute. Hashtag beschlagene Brille ist auch am Start. Aber das ist, weil die Maske hier mit unterm Auge ist. Achso. Ich dachte, weil draußen ein bisschen wärmer ist. Zweitens fragt Sassi, wie war dieses Jahr der Sommer für euch? Gut. Ja. Sensationell. Mein, war einmal frei. Mein Sommer war das. Hätte ruhig ein bisschen heißer sein können. Hä? Nein. Also für mich war das der perfekte Sommer. So 2-3 Wochen 30 Grad oder von mir aus etwas mehr. Und der Rest war alles so Wohlfühltemperatur. Eigentlich schon 25, 26 Grad. War für etwas ältere Leute, die so ein bisschen wetterempfindlich sind. Ja. Also jetzt kann ich da leider nichts gegen sagen, weil ich gehöre nun mal schon mal zum älteren Eisen. Tja. Kann ich halt nichts sagen, aber zum Glück bin ich noch nicht ganz so leicht. Oh, ganz vorsichtig mit diesem Satz jetzt. Noch nicht ganz so leicht und blond wie du auch. Nee, du färbst ja auch. Touché. Genau. Wollen wir mal auf die Frage eher zurückkommen. Also ich fand, dieses Jahr war der Sommer toll. Was mich ein bisschen gestört hat, ist natürlich das große C. Ist ja klar, dass man sich nicht so frei bewegen konnte. Das wäre für mich der Sommer gewesen, war der Sommer, wo viel draußen war, weil das halt nicht so eine brütende Hitze war. Und was auch schön war, es war eine trockene Hitze. Ja, das stimmt. Und nicht so eine generelle Feuchtigkeit. Ja, also für mich persönlich war das... mein Sommer sozusagen. Ne? Das Einzige, was mir halt gefehlt hat, ist wirklich. Muss ich für Scheiße. Sommer. Unser nicht. Susis Sommer. Alle, die mit der großen Hitze nie so richtig zurechtkommen, die verstehen mich. Ja. Ja, also für mich war toll, außer dass man halt sich nicht so bewegen konnte wegen der Pandemie. Ne? Naja, was soll's. Aber ich weiß nicht, ob was die Frage ab. Ich zielt wahrscheinlich.
für mich war es einfach toll. Ne? Wir waren am Wasser, wir waren mit Kira viel draußen, viel im Schatten, viel Ferrari gefahren. Es war einfach schön. Ja. Es war einfach toll. Genau. War toll. Wie war denn der Sommer für dich? Nee, war toll. Ja, war toll. War toll. War richtig toll. War richtig toll, toll. Du bist der Mann der vielen Worte, ne? Nee, da war wirklich gut. Der war gut. Spitze. Der war spitze. Wie ist denn das so? Nicht so. Ja, also, das war unser Sommer. Nächste Frage. Freut ihr euch auf den Herbst? Und wenn ja, auf was genau? Also ich freue mich total auf den Herbst, weil das sind ja wieder meine Temperaturen. Und am liebsten werdet mir natürlich, wenn es ein goldener Herbst wird, also von mir ist ein goldener Oktober auch noch, ohne viel Regen. Also, wie soll man das erklären? Ich meine, wir wissen ja alle, Regen braucht die Erde. Ne? Ja. Aber so ein goldener Oktober ist schon schön. Und kann da regnen, ne? Auf was genau freuen wir uns? Also ich persönlich freue mich auf die Blättervielfalt. Ihr Blätter wollt ihr tanzen. So sprach im Herbst der Wind. Nee, die Susi zu ihr Wind. Ja, ich mag dann einfach so diese bunten Blätter. Also ich würde so gerne mal im Herbst auch nach Kanada zum Indian Summer und so weit, weil das ist ja eine Farbexplosion, die ich einfach toll finde. Also das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Und natürlich auf unsere Waldspaziergänge, wo wir euch vielleicht diesmal mitnehmen. Ja, wenn man dann Bucheckern, Eicheln und sonst was alles so sammelt, zur Deko oder was, keine Ahnung, ich mag es einfach durch den Laub zu schlürfen, wie soll man das sagen, also einfach so die Laubblätter hochzuwirbeln, ja. Das macht mir einfach Spaß, Kastanien hochzusammeln und ja, wenn du im Wald welche findest. Ja, wahrscheinlich nicht im Wald, aber hier auf der Straße findest du ja noch Kastanien und darauf freue ich mich einfach. Ich freue mich natürlich nicht darauf, wenn mir die starre liegen Kumpels auf den Kopf fallen, aber also ich habe jetzt geguckt, zwischendurch Kastanienbäume, die jener ja nicht mal richtig auf die Kastanien. Ja, das war zu trocken. Die sind nicht grün, die braun, die fallen ab. Ja. Die sind fast ein Wachsen, sagen wir mal. Ja. Bevor sie reif werden, da fallen die schon ab. Also, das ist natürlich nicht so. Die sind ja nicht sehr schön mit den Kastanien, wird es nicht. Werden wir sehen, ne? Was dafür. Also, das ist das, worauf ich mich schon viel kaputt gehe. Denn auch wenn ich kein Teetrinker bin, aber sobald das doch ein bisschen kühler wird, dann freue ich mich auch auf Tees, ne? Das ist irgendwie aber ich bleib die Kaffeetante mal davon abgesehen, ja. Ja, auf was freust du dich so? Dass du schön Kaffee trinken kannst. <Das ist doch. lacht> Ich sag da nicht dazu. So, weiter fragt die liebe Sassi, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Nein, in Weihnachtsstimmung. Nee. Ich bin ja gerade mal in Herbststimmung. Ja. Ja. Und wenn es bald Weihnachtssüßigkeiten zu kaufen gibt, schlagt ihr sofort zu? Nee. Ganz langsam. Ja, einfach weil ich nachher sonst das nicht mehr sehen kann, wenn die Zeit da ist. Ich möchte das gerne in der Adventszeit genießen. Das Einzige, was zuerst kommt. Ja, okay, warte. Und wenn ja, bei was zuerst? Ach bei so, was schlagen wir zuerst schon wieder los? War ich schon wieder zu schnell. Also bei was schlägst du zuerst zu? Ich weiß es. Ich bei weiß Spekulatius. Ja. Ja. Aber du spezifischer Uwe, Gewürzspekulatius. Ja. Also nicht die Butterspekulatius. Nee, die Gewürzen. Ich schlage bei Lebkuchen zuerst zu. Also am liebsten bei den Elisenkuchen, ne, die mit diesen Oblaten oben drauf. Ja, die schmecken gut. Die mag ich. Also da schlage ich als erste zu. Oder halt so diese Sterneherzenbrezel oder gefüllte Lebkuchen. Ja, das diese ist. Diese mag ich voll gerne. Das ist alles gut für die Figur. Weihnachten sowieso, ne? Ja. Aber das ist das. Ist die wo, Zeit, wo man abnehmen kann. Wo ich zuerst zuschlage. Ja. Videofrage, wo schlagt ihr denn zuerst zu? Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Das interessiert mich, weil wird unsere Community zuerst zuschlägt. Ja, manche sind ein bisschen zu langsam, oder? Ne? Ja, siehst du, jetzt kommt eine Beschwerde von Uwe, weil ihr so wenig mit uns redet. Ja, ihr verlangt immer, wir sollen reden. Ihr müsst auch mal ein bisschen Stoff geben und könnt auch mal ein bisschen wiedergeben. Bitte jetzt nicht die sich angesprochen fühlen, die sowieso immer. Ja, also.
Und das ist auch nicht böse gemeint. Nein. Hier muss man ja immer sich nach allen Seiten absichern, ne? Aber es ist halt schwierig. So. Aber mir fehlt es halt auch manchmal so ein bisschen. Ja. Ne? Das ist also. Aber da will ich jetzt ja nicht weiter drauf eingehen. Nee, wollen wir nicht. So. Weiter. Kleines Spiel zum Schluss. Jeder von euch summt ein Lied, das der andere erraten muss. Alle klar. Willst du anfangen? Darf du mal anfangen? Du kennst ja keine Lieder. Das Problem ist. Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob du die kennst. Du Deckern. Weihnachten? Weihnachtszeit? Nee? Das sind die Ärzte. Die Ärzte? Ah. Männer sind Schweine, traue ihnen ich nicht, mein Kind. Das ist so ein Lied, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Sie wollen ja, alle nur das eine. Ich sag das natürlich nicht weiter. Ja, also. Verloren. So, jetzt bin ich dran, mal sehen. Nein! Bist du verrückt? Die kleine Kneipe? Ja, und was auf die kleine Kneipe, ey. Ja, ich hab gewonnen, denn ich hab gewonnen. Ja, ich bin ja nicht. So kann man extra so angestellt, dass du gewinnst. Ja, ich dachte auch, dass ich ein leichtes Lied für dich genommen habe, weil das ist wirklich 1998 ist ja. Das hoch und runter gedudelt worden. Ja. Aber gut. So, danke fürs Beantworten. Passt auf euch auf. Wir lesen uns ja. Bitte, ja. Bitte passt du auch auf dich auf, meine Liebe. Und vielen Dank für deine tollen Fragen. Das hat mir Spaß gemacht. Dann kommen wir zur nächsten. Wenn mein Handy hier mitspielt. So. Und zwar von der lieben Jessie. Jessie B-Day. Schönen Dank für deine Fragen. Du schreibst Hashtag Mamo, Hashtag ihr drei, Hashtag Hummelgang. Ganz, ganz viel Liebe für dich. Hallo nach Berlin. Hallo nach Baden-Württemberg. Danke für die zahlreichen Mamos. Aber nun ab zu meinen Fragen. Erstens, wie wäre es, wenn ihr mal das Lieblings-PC-Spiel des jeweils anderen spielt und uns dabei mitnehmt? No way. Nee. Also der Uwe, der spielt ja viel GTA? GTS. GTA, hier, dieses Gran Turismo. Ja. Und, so. Und wenn ich das mal gespielt habe, habe ich immer mehr an der Wand gehangen als auf der Strecke. Also das wird nichts, ne? Dann ja. Seht ihr mich nur an einer Betonmauer hängen. Und wenn Uwe jetzt zum Beispiel mein Lieblingsspiel spielen würde, Skyrim, dann würde der immer so dicht vor der Tür stehen. Oder die Tür kommt schon auf, weil soll er nicht. Oder dann sieht er Vasen und sagt, das ist eine Urne. Ja. Das würde, glaube ich, nichts werden. Pizza. Naja, weil das gerade so aktuell war. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. So, und zweitens, dekoriert ihr eure Wohnung herbstlich? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja schon ein paar Sachen besorgt. Die Woche wurde es gemacht. Ja, aber noch sind wir ja nicht dazu gekommen. Nicht Stress pur. Nee, das eine Mal ging es mir nicht so gut. Ja, das andere Mal ging es besser und dann liegt auch. Da hat man keine Lust. Ja, jetzt auf einmal sind ja auch wieder 30 Grad. Das ist, ja. Das ist schon. Da, so, da wollen wir ans Wasser wieder. Ne? Das ist ja. Ja, mal sehen. Aber wir werden auf jeden Fall herbstlich dekorieren. Auf alle Fälle, die Woche ist versprochen. Zeit haben wir ja noch. Ne? Ja. Genau. Drittens, mögt ihr Herbstspaziergänge? Oh ja. Ja. Und richtig, richtig gerne. Ich liebe das. Mit meinen Füßen durch die runtergefallenen Laubblätter zu fegen und. Am liebsten würde ich mich da auch noch reinschmeißen, aber da sind mir zu viele
Zecken wahrscheinlich noch drin, ja, keine Stimmt, Ahnung. Aber was. Da, so in so einem Blätterhaufen nachher, wenn sie alle zusammengekehrt ist. Mit nach Hause bringen. Da hätte ich schon Bock drauf, ne? Sich reinzuschmeißen. Ja. Spinnen. I. Naja, gut, das muss man nicht, ne? Nee. So, und denn dies oder das, fragen Uwe. Ja, dies. Kürbis oder Tomatensuppe? 3, 2, 1. Kürbissuppe. Kürbis. Du hast es schon wieder nicht verstanden. Doch, Kürbis. Blumenkohl oder Brokkoli? 3. Blumenkohl. Das wird nichts mehr in diesem Leben. Ja, aber ich bin auch für Blumenkohl. Wobei die Frage echt schwierig ist, weil ich beides liebe. Liebe, liebe, liebe. Wir haben letztens erst wieder... Okay, dann nimmst du Blumenkohl. Dann haben wir beides. Und ein Brokkoli. Ich nehme Brokkoli. Wir haben letztens nämlich erst wieder Brokkoli-Auflauf gemacht. Ja. Das war so lecker. So, Pommes oder Kartoffelpüree? 3, 2, 1. Pommes. Kartoffelpüree. Ja, Uwe ist ein Kapü und ich bin eher Pommes-Typ. Nein, Pommes. Dann noch, wer würde er fragen? Wer würde er das Essen verbrennen lassen? 3, 2, 1. Uwe. Auf jeden Fall. Wer würde er auf einem Trampolin springen? 3, 2, 1. Uwe. Ecke. Wer würde er laut singen in der Wohnung? 3, 2, 1. So sie. Ja, genau. Liebe Grüße von der lieben Jessie. Liebste, liebste Grüße zurück und danke für die tollen Fragen, Jessie. Hat mich wieder sehr gefreut, die zu beantworten. Ja. Schauen wir dann noch so eine. So muss das immer sein. Uwe. Ja. Ja, bei der Arbeit. Das Problem ist ganz einfach wirklich, wenn man in der Richtung was sagt, dann fühlen sich immer ganz viele auf den Schlips getreten, obwohl das überhaupt ja nicht so böse gemeint ist. Nein, ist ja auch nicht. Genau. Ich hoffe, ja. Ich weiß, unsere Schätzeleins, so ich weiß, unsere Stammschätzeleins, die wissen, wie das gemeint ist, aber ich will ja auch hier keinen verprellen. Aber nein, natürlich lesen wir halt auch gerne eure Kommentare. Wir würden ja so gerne im Austausch stehen mit euch und ich würde auch gerne Kommentare beantworten, wenn ich nach meinem PC kommen würde. Und der ist in letzter Zeit von Uwe besetzt. Jetzt gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Und zwar JS hat uns geschrieben: Hallo, liebste Grüße. Huhu, meine Frage an euch. Wie alt ist Uwe und wie alt bist du, Susi? Also unser Alter ist an sich ja kein Geheimnis. Das haben wir in ganz, ganz, ganz vielen Videos schon erwähnt oder gesagt. Und ja. Ja. Ich bin älter als Susi. Ja, zwei. Und Susi sehen als ich. Zwei, drei Tage. Ich schlage vor, guck dir doch einfach unsere Videos an, damit unterstützt du uns noch. Ja. Und dann kannst du auch so denn machen. Und in irgendeinem Video wirst du dann auf jeden Fall hören, wie alt wir sind. Ja. Aus diesem Jahr habe ich es auf jeden Fall schon mal gemacht. Endlich. Schon ein paar Mal. Weil du Geburtstag hattest, glaube ich, noch mal gesagt, wie alt du geworden bist. Ja. Ich glaube ja, bei mir war es ja auch. Da haben wir auch gepetzt. Genau. Aber die Frage haben wir schon so oft beantwortet. Einfach mal wirklich in den Videos gucken. So. Das ist jetzt ein bisschen die gemein. Auch hier beantwortet. Das ist ein bisschen gemein jetzt, ja. Aber ihr unterstützt uns ja so, ne? Wenn ihr die Videos guckt. Genau. So, habt ihr euch bewusst für eine Wohnung entschieden oder hättet ihr lieber ein Haus? Also selbstverständlich hätte ich lieber ein Häuschen mit Garten. Absolut. Aber das ist ja auch eine Kostenfrage, ne? Ja. Irgendwie. Also ein Haus. Ich hätte lieber ein Haus, aber das ist jetzt hier, was so diese Immobilienpreise und so was angeht, in Berlin jetzt schwierig. Ja. Grundstücke, glaube ich, in Berlin selbst kriegst du gar nicht mehr. Oder sehr, sehr rar. Und wenn kannst du sie nicht bezahlen. Deshalb, und weil das so schwierig ist, haben wir uns natürlich für eine Wohnung entschieden. Eigentlich, ne? Weil die einfach bezahlbar ist. Noch. Genau. Muss man dazu sagen. Also, was ich auf gar keinen Fall haben würde wollen, wäre eine Eigentumswohnung, weil das nicht so richtig Eigentum ist, ne? Du hast zwar an deinen vier Wänden, ja, dein Recht halt, aber wenn es um
um draußen irgendwas geht oder ums Dach oder sonst irgendwas, da sind halt alle Parteien involviert und das ist dann schwierig. Ja. Also wir haben es jetzt hier bei uns gesehen, ne? Nebenan sind Eigentumswohnungen und da ging es um irgendwelche Sanierungen vom Balkon, also vom Außenbereich. Ja. Und da waren die sich überhaupt nicht einig, was für Trennscheiben die auf dem Balkone wollen. Und da haben die also für nichts und wieder nichts über ein Jahr für eine Rüstung bezahlt, weil die sich nicht einig wurden. Also wenn sie sich da mal eher einig geworden wären, hätten sie eine Menge Geld sparen können für die Standgebühren der Rüstung. Ne? Ja, und dann kommt das doch noch mal zu, dann ist unheimliche Vorstellung. Ja. Auch und dafür haben sie so richtig bezahlt. Ja. Und auch eingebrochen worden. Ne? Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Die Arbeiter, die da gearbeitet haben, die haben dann eingebrochen. Genau. Dank. Genau. Und wir wollen jetzt auch nicht. Nee. Na? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen jetzt weitermachen. Wir wollen. Genau. Ja, also deshalb, Eigentumswohnung würde also ohne schon Frage kommen, also eine Mietwohnung. Wenn ich aber die Wahl hätte, wäre es halt tatsächlich ein Häuschen. Das wäre schön. Ja. Oder halt irgendwo ganz oben, wo du eine richtig große Dachterrasse hast. Wo du so einen schönen Außenbereich hast. Ja, mir geht's einfach nur. Mit einem Swimmingpool, wenn es geht. Ja, und ein Jacuzzi. Und 10 Meter Brett. Nein. Ein Turm. Und dann eine Nussschale, wo du reinspringst. Na klar. Schnapsglas. Ja. Okay, also die Frage, denke ich, ist wohl beantwortet. Wollt ihr bis zu eurem Lebensende in der jetzigen Wohnung bleiben? Ja, das können wir ja jetzt auch nicht sagen. Ja, wenn wir jetzt kriegen würden, so eine Wohnung, wie wir jetzt haben, und finanziell und der Preis bleibt, dann wollen wir uns natürlich verbessern. Also dann wollen wir rausgehen. Das Ding ist, das ist jetzt. Ja, ja. Ja. Was? Absolut, ja. Nicht kleiner, muss die Maße haben. Kann sie gerne größer werden. Ja, aber die Größe müsste sie haben. Also wir haben jetzt keine riesige Wohnung, ne? Nee. Aber 75 Quadratmeter sind es halt und ich könnte mir das nicht vorstellen, jetzt auf immer auf eine 55 Quadratmeter Wohnung. Bloß nicht. Zu ziehen und die kriegst du auch kaum. Also meistens, was du so im Moment in Berlin halt hast, sind so 30, 35 Quadratmeter Wohnung. Und dann bezahlst du diese Miete, was wir hier bezahlen. Mehr meistens. Und mehr noch. Ja. Und das ist der Grund. Also und wenn das so ist, wie es gerade ist, dann bleiben wir wohl bis zu unserem Lebensende in der Wohnung. Aber wir gehen dann senkrecht mit der Füße zuerst raus. Wahrscheinlich. Waagerecht, nicht senkrecht, waagerecht. Waagerecht mit direkt der Füße direkt in den Boden gerammt. Waagerecht. Ja, also, aber wie gesagt, das kommt ja auch noch drauf an, was der Hauseigentümer hier vorhat. Ne? Das ist ja, hier ziehen ja keine Leute mehr ein. Und das seit 2 Jahren. Ja. Ja. Haben wir hier ganz, ganz großen Leerstand, was ich nicht nachvollziehen kann. Das bedeutet für mich im Hinterstübchen hier, ne? Da ist irgendwas im Gange, wovon wir alle noch nicht wissen. Da kommt noch der Hammer. Also, wenn es jetzt aber so bleibt, wie es ist, bleiben wir bis zum Lebensende. Ja. Wenn der Vermieter andere Pläne hat, dann naja, werden wir wohl raus müssen. Werden wir sehen, ne? So, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ich hoffe noch in dieser Wohnung. In der Wohnung. Wenn wir nicht angekriegt, bleiben wir hier. Genau. Ja, oder unter Brücke 7. Ja. Ja, wir wissen ja nicht. Aber haben wir schon gemietet, von sich selber. Ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich sehe mich in 5 Jahren auf jeden Fall noch YouTube machen. Ja. Klar, macht ja auch Spaß. Ich sehe in 5 Jahren, dass Kira freiwillig schwimmt und in ihren Ferrari springt und weiß ich nicht, sich noch weiterentwickelt hat, die kleine Maus. Da sehe ich uns, dass wir mit ihr. Du siehst aber richtig weit voraus. Ja, ich habe gerade meine Kristallkugel ein bisschen Ja, dass die Kira noch größere Meilensteine schafft, das sehe ich in 5 Jahren. Und keine Ahnung. Sie wird doch immer gelobt. Wo siehst du uns denn in 5 Jahren, Schatz? Na, hier in der Wohnung noch. Ein Häuschen mit Garten wird nicht. Ja, ich denke mal, dabei bleibt das. Ja, Kinder wird halt auch nicht mehr, ne? Nee, keine Zeit. Das hier zu machen. Vielleicht sehe ich in 5 Jahren noch einen zweiten Hund. Man weiß es ja nicht, ne? Du könntest vielleicht. Man weiß es nicht, genau. So, und welche andere YouTuber guckt ihr gerne? Das ist schwierig. Da muss ich passen. Naja, du guckst ja immer nur von hinten mit sozusagen. Oder sind auch halt bestimmte, und zwar Stefan Gehrig. Guckst du sehr gerne mit, weil der gerade wieder. Der fährt durch Europa. Gerade, ja. Wieder auf Reisen, auf jeden Fall.
Erst war er auf Weltreise, dann musste er abbrechen, denn wurde das gelockert alle, dann konnte er durch Deutschland. Das hat durch Deutschland gefahren. Oh mein Gott, und es gibt so schöne Ecken. Zeit, das ist ein Wahnsinn. Wussten ja nicht, dass Deutschland so schön ist. Wahnsinn, ja. Und jetzt ist er wieder in Europa unterwegs und mal sehen, wie lange er das machen kann. Das heißt, das ist in Portugal, oder? Genau. Ja. Also den gucken wir gerade, denn das Pendant dazu, Cheng, also Shibu, ne? Ja. Die sind ja nach Indonesien ausgewandert und bauen sich da ihre Villa auf und ein neues Leben. Und ja, da gucken wir halt auch, verfolge das sehr, sehr gerne, wie sich das da weiterentwickelt. Wen gucke ich denn noch? Mami Seelen gucke ich sehr gerne, also auch so eine Vlog-Familie, die kennt ihr bestimmt, oder? Die müssen sie gucken. Denn diverse Strickkanäle, Strickpodcasts gucke ich, also um mal einen zu nennen, Tanjas Wollzeit zum Beispiel, sehr gerne. Ja. Viele andere auch noch, aber das wäre ja zu viel, um das jetzt zu erzählen. Was gucken wir denn noch gerne, Schatz? Gronkh gucke ich mit seinem Skyrim-Let's Play und The Last of Us. Also da bin ich schon ganz traurig, dass das vorbei ist. Ja. Ne? Und freue mich schon, wenn der dritte Teil kommt. Das gucke ich halt gerne. Also mehr fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, aber ich finde, das ist auch schon eine ganze Menge. Ne? Ja. Die Zeit muss man ja auch erstmal haben, um das alle zu gucken. Ja. Gott sei Dank machen hier die Familie von Nancy und Justus nicht jeden Tag Vlogs. Ne? Das wird ja alles ja nicht schaffen. Nee. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Du möchtest ja noch wissen, welche Serien oder Filme könnt ihr bei Amazon empfehlen. Liebe Grüße. Erstmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße zurück. Und danke für die tollen Fragen, die du uns auch gestellt hast. Ja, kommen wir mal dazu. Welche Filme, Uwe? Kannst du dich noch erinnern an? Wir haben so verlegt. Also ich kann mich an den letzten erinnern. Und zwar war das ein Action-Krimi. Und das war 72 Stunden. The Next Three Days. Das war auch im Weltall, meinst du? Nee, das war irgendwie... Ich will ja nicht spoilern, das ist ja das Ding. Einfach selber mal gucken, wo du dich vergessen hast. Das ist ein Action-Krimi gewesen. Ja. Da ging es um Mord und so was. Jetzt weiß ich. Ja, genau. Ja, also das war spannend. Das war ein das Film. Das stimmt. Dann hatten wir uns angeguckt, Mortal Engines, Krieg der Städte. Ja, das ist auch so ein Drama- und Science-Fiction-Dings gewesen. Also, das habe ich wirklich geliebt, ne? Krieg der Städte, genau. Action, ja. Sci-Fi, so war das. Nicht Drama, sondern Action. Ja. Also, das hat mir auch sehr gut gefallen. Wer Steampunk liebt, der kommt da auf seine Kosten, auf jeden Fall. Serien, Schatz, was haben wir geguckt? Wir haben viele. Absentia haben wir natürlich geguckt, das hatte ich euch ja letztes Mal schon empfohlen, aber leider, als wir in der dritten Staffel angekommen sind, war die nicht ins Deutsche übersetzt. Ne? Die war auf Englisch, das fand ich natürlich nicht so schön. Und Sassi, du hast ja auch dazu geschrieben, hättest du sofort abgebrochen. Ja, haben wir auch. Wir haben die nicht weitergeguckt, weil mir das auch zu anstrengend ist, denn das auch noch alle zu lesen. Irgendwie. Also ja, fand ich sehr, sehr schade, aber gut, ist halt so. So, wir haben gekriegt Alex Rider, das ist ein Spionage. Ja, der war auch gut. Krimi gewesen. Stimmt. Also sensationell. War stark gewesen, der, ich denke. Ja. Da geht es um einen Schüler, ne? Der, ja. Der widerwillend zum Spion wurde. Mhm. Also nur so viel, ne? Wir wollen nichts spoilern. Nein. Und dann haben wir noch, ihr feiert The Handmaid's Tale. Der Agent? Nee, der Report der Markt, so war das. Da wo die, da sind, das ist auch so ein Drama und Sci-Fi irgendwie. Und da werden Frauen in einer anderen Zeit, in der Zukunft missbraucht, Kinder auszutragen. Ja, stimmt. Aber ich möchte nicht spoilern, einfach angucken. Aber auch hier gibt es leider einen bitteren Nachgeschmack, da ist dann auch die letzte Staffel, die muss man bezahlen. Ja. Oder du guckst sie nicht, ne? Das ist natürlich, weiß ich nicht, das stört mich auch so ein bisschen an Amazon Prime, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass das
Ja, mal so ist, ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich sollten wir uns mal Netflix besorgen. Ja. Ja. Ja, das sind die Serien, die ich jetzt so ad hoc empfehlen kann, die uns sehr, sehr gut gefallen haben. Also. Es sind noch mehrere, aber wir haben dann jetzt nicht alle aufgeschrieben. Ja, aber wir haben ja auch noch mehr Videos, ja. Da können wir ja. Die anderen könnt ihr mal wieder, wenn ihr mal nachfragen solltet. Ja, oder auch so, immer wenn wir was gesehen haben, dass wir das empfehlen können. Ne? Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, es ist hier gut eingezogen. Sehr gut, die rechte Seite ist weg, ja. Ja, so gut wie hier. Ja, links ist noch. Bei mir ist es links weg. Hier, guck. Ja. Lustig. Ja. Ich weiß auch, warum bei dir rechts ist. Warum? Und bei mir links. Wegen dem Fenster? Nein, weil wir immer so zusammenkommen. Jeder schiebt den anderen immer zu. Nee. Ihr Lieben, wir machen jetzt kurz einen Cut und tragen uns eben die Maske ab. Ja. Cut, wir sind da. Genau. Sieht ihr das da? Ihr schniegelt und ich striegelt. Ja. Sehr schön. Super. Ja. Die ist so weit von saftig. Ja. Also, Wahnsinn, ey. Man merkt richtig, wie die Rinde hier ist. Man hat sie auch gesehen, war so die Seite und so. Wo. Naja, ist super. Bin du bist zufrieden. Ich bin sehr zufrieden damit. Bin so begeistert, kriege ich ja kein Wort mehr. Auf. Also von der Pflegewirkung so bin ich auch sehr zufrieden. Man hat drunter geschwitzt, das fand ich jetzt nicht so schön. Super gewesen. Aber das bedeutet ja auch, dass sie was gemacht hat, ne? Ja. Wenn man drunter schwitzt. Und jetzt, ich habe es nicht abgewaschen, sondern nur mit einem Tuch abgenommen. Das ist jetzt nicht pappig oder was, nee. Aber ich habe das Gefühl, es liegt was drauf. Ja, als wenn ich so eine dicke Schicht Creme drauf gemacht habe. Aber eben warst du doch noch zufrieden. Ja, ist ja auch, bin ja auch zufrieden mit. Man merkt da richtig, dass sie saftig ist. Ja, also das ist mir. Dass sie satt ist. Ja. Ja? Das ist so der Grund, warum ich mir Crememasken hauptsächlich wirklich richtig abwasche. Ja. Und ich das selten mit einem Tuch abnehme. Aber jetzt hier mit dem Honig, habe ich halt gedacht, machst du mal mit dem Tuch. Und das ist für mich, das wird wahrscheinlich gar nichts mit der Maske zu tun haben. Das ist einfach nur für mich persönlich ein unangenehmes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, da liegt die Creme einfach drauf. Ja. Ne? Das ist nicht so angenehm für mich. Ja. Nee, stimmt. Ansonsten kann man die empfehlen? Ja, die kann man auf alle Fälle, weil die muss man weiterempfehlen. Also wer kein Problem damit hat, dass am Ende das Gefühl ist, dass da drauf liegt, kann ich die von der Pflegewirkung auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir das eben nochmal in den 10-fach Spiegel meiner Haut angekickt. Die ist richtig, richtig toll. Aber ich habe das Bedürfnis, drunter zu waschen. Nee, ich lasse das drauf. Ja, ich lasse das auch drauf, weil. Das ist richtig. Weil ja, das hält die Feuchtigkeit gut, ja. Ja drin, letzten Endes. Ne? Also das tut mal gut. Ich würde sie wieder kaufen, definitiv. Ja. Ja. Würde ich auch machen, ja, doch. Meine also hat mir so sonst gut gefallen. Wer damit kein Problem hat, für den ist das auf jeden Fall auch was. Der Duft war sehr angenehm, hat ja. Richtig, richtig lecker nach Honig gerochen. Also, wer noch wissen will, welcher Honig das war, Akazienhonig ist da drin. Bio-Honig. Akazien. Ach, Akazien. Von den Akazien. Ach ja, stimmt. Und ja, Daumen hoch, ne? So, und ein Herzchen für Daniela, für die tolle Maske. Die hätte ich jetzt so ohne dich nie geholt, ne? Weil erstmal, wie sie eine geholt hat, ihr habt mir zwei geschrieben. Der eine hat so geschrieben, der andere hat so geschrieben aus der Community. Wo es jetzt die genau gibt, weiß ich immer noch nicht. Aber das kann schon sein, weil irgendjemand schrieb, kommt aus der Rewe-Gruppe. Und ich glaube, dass ich die auch damals bei Rewe gesehen habe. Dass ich die Today-Sachen, als wir hier unten noch Rewe hatten. Kann sein. Ja, aber wie gesagt, gehen wir nächstes Mal gucken. Geh mal bei Rewe und dann werden wir das ja sehen. Und da werde ich mir die auf jeden Fall wiederholen. Also ich freue mich direkt auf die anderen Today-Masken. Ja. Ne? Mhm. Genau. Meine Lieben, dann sind wir hier am Ende angekommen. Genau. Dickes Herz. Schreibt uns im Community-Tab, vielleicht sollte ich dann so was eher am Anfang des Videos sagen, aber meine unsere Schätzlein, dass jeder sieht, dass wir sehen, wir haben durchgehalten. Schreibt uns gerne im Community-Tab auf meiner Kanalseite eure Fragen oder keine Ahnung, Spiele oder sonst irgendwas rein, dass wir
den Maskenmontag damit vielleicht füllen können. Und da freuen wir uns einfach drauf, eure coolen Fragen zu beantworten. Und ja, weil wir jetzt hier am Ende sind, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, stay strong und positiv. Lasst euch von nichts und niemanden ärgern, meine Lieben. Passt auf euch auf, denn wir tun das auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Mann, und Tschüssikowski. Tschö. Eure Berliner.